So muss er wohl aussehen, der Himmel auf Erden für Schweine. Dieser paradiesische Fleck Erde liegt in Main-Bulau. 23 Schweine leben hier in der Nähe eines Flugplatzes. Aber so richtig aus der Ruhe bringt sie nichts. Da kommt der Schöpfer des Paradieses. Martin Eck ist Lehrer und im Nebenerwerb Landwirt. Sein Vater hatte schon Schweine, aber mit der Weidehaltung hat er erst begonnen. Als namenlose Ferkel kamen sie ihm früher an. Seitdem legt der Bauer Wert auf den persönlichen Kontakt. Den erkennt man an seinem verkrumpelten Ohr, das wäre, wenn die Kinder krumpelt nennen. Ja, und das ist Donald. Frei nach dem amerikanischen Präsidenten benannt. Umsonst gibt es das Futter aber auch für ihn nicht. Ein Kunststück gehört zur Grundausbildung. Ja, sieht's sau an. Ich bin nur mal drauf gekommen, wenn man sie füttert und die Larven noch hin und dann setzen die sich irgendwann ganz von der Lehnsie, weil die irgendwie ihre eigenen Füße ins Gehege kommen. Und seitdem mache ich das immer. Und meistens kann es noch 2-3 Tage, kann es eins von denen. Martin Eck hat es auf den Schinken der Schweine abgesehen, aber er ist voller Bewunderung für seine Tiere. Bei den Hühnern hat man einen riesen Aufwand gemacht, welche der Käfighaltung, weil das so schlimm ist für die Hühner. Aber ich sage mal, Hühner sind im Verhältnis zu Schweinen so doof. Und Schweine sind so clevere, intelligente Tiere. Und da interessiert die Käfighaltung niemand. Nicht nur Schlamm, sondern auch Stroh lieben die Schweine. Damit würden sie sich auch im Winter wohlfühlen. Aber Martin Eck geht's ums Hier und Jetzt. Tiere geht's auch gut und geht's schlecht. Und das merke ich halt, wenn ich Beine bin. Also von daher möchte ich schon einen Bezug zu haben. Ich schlachte oder ich lasse schlachten, alles kein Thema. Aber einfach um zu merken, fühle sich wohl, fühle sie sich nicht wohl. Noch ist Martin Eck eine Ausnahme mit seinen Weideschweinen. Aber sein Konzept ist einfach und beginnt mit dem Beobachten der Tiere. Die können sich bewegen, wenn sie wollen. Sie können aber faul in der Sonne liegen. Sie können in ihr Suhle gehen, wenn sie wollen. Sie können graben. Sehen wir das einfach mal selber, wo möchte ich denn leben, wenn ich Sau wäre? Und dann würde ich eigentlich ganz gern bei mir wohnen. Weil bei allem hat Martin Eck auch das Ende im Blick. Er ist überzeugt, das Fleisch von diesen Schweinen schmeckt besser als Billigfleisch vom Discounter.